Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. Auch in diesem Video möchte ich gerne den Schwerpunkt eines Körpers berechnen, und zwar den sogenannten Massenschwerpunkt eines Körpers. Die Massenschwerpunktsberechnung kommt immer dann zum Tragen, wenn wir einen Körper haben, der eben nicht homogen ist, also vom Material her, also der nicht nur aus einem Material besteht, sondern wenn der Körper zusammengesetzt ist aus mehreren Materialien, die eben nicht homogen verteilt sind. So wie bei diesem Beispiel, ihr kennt die Skizze vielleicht aus dem vorangegangenen Video, wo wir eben das Ganze als homogenen Körper betrachtet haben, sagen wir jetzt einfach, die linke Seite, also der linke Teil, dieser größere Quader, den wir im vorigen Video als einen Körper betrachtet haben, oder eben als einen Teilkörper, ist diesmal aus Stahl, das heißt, die linke Seite ist aus Stahl. Und dieser kleine Würfel hier unten ist von mir aus Aluminium. Ja, somit ist es kein homogener Körper mehr. Und hier können wir eben mit dem sogenannten Massenschwerpunkt rechnen. Auch dieser Körper, dieser zusammengesetzte Körper, wird einen Hauptschwerpunkt haben. Jeder einzelne Würfel für sich hat einen Schwerpunkt. Und natürlich auch der ganze Teil hat einen Hauptschwerpunkt. Im letzten Video haben wir ja eben gezeigt, dass wir den Schwerpunkt, also egal ob in X, Y oder Z Schwerpunkt, haben wir immer gesagt, naja gut, die Summe aller Volumen mal den Abstand jeweils, also müssten wir hier natürlich Y und Z auch noch nehmen, durch die Summe aller Volumen. Ja, haben wir jetzt beim Volumenschwerpunkt eben hergenommen, diese Formel. Wir haben beim Flächenschwerpunkt eine ähnliche Formel gehabt, wo wir eben hier die Flächen eingesetzt haben und nicht die Volumina. Hier ist jetzt eben der Massenschwerpunkt gefragt. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Volumen nehmen, sondern ich kann eigentlich jetzt die Massen nehmen, die Einzelmassen, dieser Einzelkörper. Das heißt, hier ergibt sich dann für den Schwerpunkt in X-Richtung eben die Summe aller Massen dieser Einzelkörper mal den Abstand x für eben den Schwerpunkt in x-Richtung durch die Summe aller Einzelmassen. Das gleiche dann natürlich eben für ys wiederum mit der Summe aller Massen mal yi und für die Summe und das Ganze durch Summe aller Massen. Und natürlich auch da wir hier dreidimensional sind, müssen wir das Ganze natürlich auch in z-Richtung machen, auch hier wieder die Summe aller Massen mal zi durch die Summe aller Massen. Wobei wir, so wie beim vorigen Beispiel schon gesehen haben, da in Z-Richtung dieses Bauteil ja überall gleich dick ist, werden wir natürlich den Schwerpunkt in Z-Richtung genau auf der Hälfte dieser Breite haben, also wiederum auf 10 mm. Aber wir werden das Ganze natürlich rechnerisch beweisen. So, wie komme ich jetzt auf die Masse, wenn ich weiß, das eine ist aus Stahl und das andere ist aus Aluminium? Hier kommt die Dichte ins Spiel. Wir wissen ja, dass die Dichte, Rho, sich ergibt aus Masse durch Volumen. Das heißt, wir können jetzt hier, da wir ja Stahl und Aluminium gegeben haben, jeweils das Rho von Aluminium und Stahl nehmen und uns jeweils die Masse dieser einzelnen Körper berechnen. Wir brauchen eigentlich diese Formel nur umformen nach der Masse. Somit, die Masse ergibt sich dann aus Rho mal Volumen. Und eben als Rho jeweils das für Stahl. Wir haben für Stahl haben wir eine Dichte von, naja, nehmen wir eine einfache Zahl, 7850, ja, Kilogramm pro Kubikmeter. Und für Aluminium nehmen wir das Rho mit 2700 Kilogramm pro Kubikmeter. Ja. So, mit Hilfe dieser Dichten kann ich mir jetzt natürlich die Masse jedes einzelnen Teilkörpers hier berechnen. Auch hier würde ich dir empfehlen, mach wieder so eine Tabelle, wie wir sie eben auch bei zusammengesetzten Flächenschwerpunktsberechnungen gehabt haben oder auch im vorigen Beispiel. Wir machen einfach eine Tabelle mit 1 und 2. Wir haben ja zwei Teilkörper hier im Prinzip. Dann berechnen wir die Masse jedes einzelnen Teilkörpers, dann wiederum unsere Abstände in X-Richtung, unsere Abstände in Y-Richtung und die Abstände in Z-Richtung der Einzelschwerpunkte dieser Körper. Und dann müssen wir natürlich noch, um diese Formeln hier zu verwenden oder verwenden zu können, müssen wir natürlich noch das Produkt aus der Masse mal eben den Abstand X, das Produkt der Masse aus dem Abstand Y und das Produkt Masse mal eben den Abstand in Z bestimmen. Und daraus dann eben jeweils die Summe bilden. So, Masse 1, großer Quader, wir haben gesagt, der besteht aus Stahl.
Wir haben hier eben unsere Formel für die Masse, die Dichte mal Volumen. Das Volumen haben wir im vorigen Beispiel schon berechnet. Das waren 24 Kubikzentimeter als Volumen hier. Und für den kleinen Quader waren das 12 Kubikzentimeter. Kannst du natürlich gerne nachrechnen. Jetzt haben wir hier nur ein Problem. Wenn wir jetzt die Masse berechnen, Masse ist ja Rho mal Volumen. Also die Dichte haben wir gegeben in Kilogramm pro Kubikmeter. Ja. Also in Kilogramm pro Kubikmeter und wir multiplizieren das dann mit unserem Volumen und das Volumen haben wir jetzt angegeben in Kubikzentimeter, dann werden wir ein bisschen ein kleines Problem kriegen, ja, weil wir dürfen hier dann eben nicht die Kubikmeter mit die Kubikzentimeter kürzen, was wir wollen, damit wir eben für die Masse wirklich die Einheit Kilogramm herausbekommen. Somit müssen wir zunächst hier umformen, entweder diese Volumensangabe in Kubikmeter oder wir tun diese Dichteangabe, also die Einheit der Dichte, umformen in Gramm pro Kubikzentimeter. Was du lieber hast, ja, also das überlasse ich dann dir im Endeffekt. Ich würde eher sagen, wir tun jetzt hier die Dichte auf Gramm pro Kubikzentimeter umwandeln. 7850 Kilogramm pro Kubikmeter können wir umwandeln in Kilogramm pro Kubikdezimeter. Das wären dann 7,85 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Sind gleichzeitig 7850 Gramm pro Kubikdezimeter. Und wenn wir dann eben noch diese Kubikdezimeter auf Kubikzentimeter runterrechnen, entspricht das hier eben genau 7,85 Gramm pro Kubikzentimeter. Also 7,85 Gramm pro Kubikzentimeter. Ich schreibe jetzt hier die Einheit mit her. Das Ganze multipliziere ich dann eben für den ersten Körper mit 24, für das Volumen auch in Kubikzentimeter. Und du siehst schon hier, jetzt kann ich dieses Kubikzentimeter wegkürzen und es bleibt für die Masse wirklich Gramm übrig. Und Gramm ist ja eine Einheit für die Masse. So, das heißt 7,85 mal 24, da haben wir dann einen Wert von 187,2 herausbekommen für die Masse und das Ganze in Gramm. Spielt dann im Endeffekt keine Rolle, da ich ja hier dann die Masse mal den Abstand durch die Masse wieder rechne. Das heißt, die Masse fällt mir hier sowieso raus, also kann ich sie ruhig auch in Gramm stehen lassen. Ja? Sie fällt mir dann sowieso wieder raus als Einheit. Und es bleibt wirklich nur entweder das ZI, das XI oder das YI übrig mit dem Abstand. Masse 2, das Gleiche. Bei der Masse 2 habe ich jetzt eben eine Dichte von 2700 Kilogramm pro Kubikmeter, das entspricht dann natürlich 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter, das Ganze mal dem Volumen dieses zweiten Körpers, ja, dieses zweiten Quaders. Und dann habe ich eben 2,7 mal 12 und da bekomme ich dann heraus 32,4 Gramm. Ja. Wie gesagt, spielt aber keine Rolle, weil es sich dann sowieso wieder im Endeffekt rauskürzt. Jetzt zu den Abständen. Die Abstände haben wir auch im vorangegangenen Video schon bestimmt. Einmal noch ganz schnell für den ersten Körper. Der Abstand des Schwerpunktes in X-Richtung ist natürlich genau die Hälfte der Breite hier, wenn du so willst. Also die Hälfte von 30 ist 15. In Y-Richtung der Schwerpunkt ist genau die Hälfte von 40, also 20. Und nach hinten, ja, je nachdem, wie du jetzt dein Koordinatensystem legst, ich habe hier diesen Nullpunkt berechnet, nach hinten habe ich gesagt, ist positiv, ist natürlich die halbe Strecke nach hinten, die Schwerpunktsachse von Z oder in Z ist dann genau 10 wiederum. Für den zweiten Körper, auch nochmal ganz schnell, wir haben hier eben den Schwerpunkt genau hier in der Hälfte, so bei der Hälfte, genau von 30 cm, Hälfte ist 15. Wir müssen aber von den Abstand von hier weg rechnen, also haben wir 30 plus die 15, das ist natürlich genau 45. Y, der Schwerpunkt ist in Y-Richtung dieses kleinen Quaders hier. Nach oben geht das genau 20. Die Hälfte von 20 ist natürlich genau 10. Wir wissen ja, dass die Schwerpunkte eines Quaders genau dort sind, wo sich die Raumdiagonalen dieses Quaders treffen. Das ist genau in der Mitte, egal wie wir ihn drehen. Deswegen geht das hier eben so einfach mit 10, also die Hälfte von der Höhe. Und auch bei beim Z eben die Hälfte von der Tiefe ist jetzt wiederum 20 und die Hälfte davon ist 10. Ja. Und wie gesagt, diese Form der Schwerpunktsberechnung verwendest du ja dann, wenn du wirklich dir ganz sicher bist, wo eben die Einzelschwerpunkte der Einzelkörper liegen. Im nächsten Schritt brauchen wir noch dann eben die Produkte hier, jeweils Masse mal den Einzelabständen.
Zunächst eben die 187,2 mal 15, dann mal 20 mal 10. Wir bekommen hier für das M mal XI heraus 2808, für das M mal YI 3744 und für das M mal ZI eben 1872. Das gleiche machen wir für den zweiten Körper. Jetzt haben wir eben die Masse mal eben Abstand 45 mal Abstand 10 mal Abstand 10. Also 32,4 mal 45 für die erste Berechnung ist dann 1458. Dann haben wir eben 32,4 mal 10 ist 324 und wiederum 32,4 für Z-Richtung mit 10 multipliziert ist auch wiederum 324. Jetzt brauchen wir diese Summe eben und die Summe aller Massen. Summe aller Massen, schnell zusammengerechnet, ist 6, 9, 11, 21, somit 219,16 Gramm, wenn du so willst. Ja. Können ja auch gleich mit die Einheiten rechnen, siehst du, dass das alles rausfällt. Hier eben das Produkt M mal XI ist dann 16, 6, 12, 4. Hier haben wir 8, 6, 10, 4 und hier haben wir 6, 9, 1 und 2. Somit, das wären die Summen jeweils dieser Produkte. Und hier haben wir die Summe der Masse. Jetzt können wir eben diese Formeln hier anwenden. Wir berechnen die x-Koordinate des Hauptschwerpunktes eben mit mi mal xi, das ist dieser Teil hier, also 4266 durch die 219 Gramm. 219,6. Hier oben hättest du ja als Einheit Masse mal Abstand eben Gramm mal Millimeter. Ja, also hier könntest du sagen, das ist die Einheit Gramm mal Millimeter. Und hier unten ist es Gramm und du siehst aber schon, dieses Gramm fällt dann natürlich raus, wenn du das durchdividierst. Und das bleibt als Einheit natürlich für den Abstand nur Millimeter übrig. Rauskriegen tun wir hier für diesen X-Abstand 19,42 Millimeter. Eben, das ist auch wieder der Abstand des Hauptschwerpunktes von diesem Nullpunkt aus, ja, also 19,42 hier rüber. Ist natürlich klar, der Teil ist viel größer und natürlich auch viel schwerer aufgrund dessen, dass er aus Stahl ist. Somit muss ja der Schwerpunkt viel weiter hier liegen in dem Fall. Ja. Also im Gegensatz zum ersten Beispiel, wo wir gesagt haben, das Ganze ist homogen, da war ja dieser Schwerpunkt etwa hier, ja, in X-Richtung. Hier jetzt natürlich aufgrund dessen, dass es eine größere Masse hat, muss der Massenschwerpunkt in dem Fall natürlich viel weiter nach links versetzt sein in X-Richtung, auch in Y-Richtung. Aber in Y-Richtung wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Hier haben wir eben die Summe mit 4068 durch 219,6 Gramm und hier kriegen wir dann Abstand in Y-Richtung von 18,52 raus Millimeter. Und auch für die Z-Koordinate des Hauptschwerpunktes wenden wir jetzt eben diese Formel hier an, also ZS, Z-Koordinate des Schwerpunkts. Wir haben ja vorher schon gesagt, muss natürlich wieder bei 10 mm liegen, da ja der Bauteil gleich breit ist im Endeffekt. Also er ist ja wirklich in der Breite überall gleich. Somit hier ZS die Summe aller M mal Z, 2196 und dann eben das Ganze durch die Summe aller Massen. Die Summe aller Massen ist eben 219,6 und du siehst schon, hier kommt natürlich wirklich 10 mm, so wie es zu erwarten war, für die Z-Koordinate des Hauptschwerpunktes heraus. Somit hast du hier mit Hilfe der Einzelmassen, ja, den Massenschwerpunkt berechnet, dieses zusammengesetzten Körpers. Und die Koordinaten sind dann eben für x 19,42, für y 18,52 und für die z-Koordinate eben 10 mm, ausgehend auch hier wieder von unserem Nullpunkt.